Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hi-Fi Rush. Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Wir haben ein bisschen Fortschritt tatsächlich verloren. Aber das ist nicht schlimm, weil so viel war das ja nicht. Weil wir sind jetzt hier in irgendeiner Fabrik und da waren wir ja schon ein kleines Stück weiter vorne. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Da spielen wir das dann einfach nochmal und dann passt das ja. Erstmal umschauen. Jawohl, genau hier hinten das noch mitnehmen. So, dann auch mal gucken, ob wir da irgendwie uns Fähigkeiten oder irgendwas holen können für. Oder unsere Fähigkeiten upgraden können. Ja, okay, das war. Jetzt, gut. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und ich glaube, jetzt müsste das der Stand gewesen sein, wo wir, wo wir auch beim letzten Mal waren. Sturm ist weg. Der Generator ist im Eimer. Kannst du das reparieren? Hast du Werkzeug? Werkzeug? Ich habe eine bessere Idee. Schauen wir doch mal. Ja. Komm schon. Jetzt. Sehr schön. Machen wir mal eine kurze Zwischenpause hier, damit wir nicht von den Dingern gleich zerquetscht werden. Du solltest doch nach dem Generator sehen. Du hattest einen Job. Du hast mich reingelegt. Was? Wrecker macht uns beide platt, wenn wir zurückfallen. Ja, wer hat's repariert? Also schrei mich nicht an! Ja, dieser irgendwer war ja dann von ihr wir gewesen. Ey, also, ich merk schon, läuft irgendwie heute nicht so. Jetzt. Gut. Oh, ja, ciao Kakao. Gut, was haben wir hier denn Schönes? Dass wir wieder auch ein bisschen reinkommen ins Spiel tatsächlich. Ui. Jawohl, das haben wir doch gut hinbekommen. Gutes Timing, immerhin. Wird ja doch irgendwie ein bisschen besser. Zähe Gegner. Zähe Gegner werden erst auf deine Angriffe reagieren, nachdem du ihre Betäubungsleiste durchbrochen hast. Danach kannst du sie zurückstoßen oder in die Luft schleudern, um Kombos zu beginnen. Setze sie unter Druck. Zum Durchbrechen musst du unentwegt angreifen. Lässt du die Gegner zu lange in Ruhe, lädt sich die Leiste wieder auf. Konzentriere deine Angriffe auf einen einzelnen Gegner, um ihn schneller auszuschalten. Gut, da drüben wollen wir gerne nochmal hingehen hier. Nehmen wir einmal alles mit. Was haben wir denn hier Schönes? Antwort, kümmere dich drum. Hallo, Mr. Roquefort. Ich glaube, Sie haben mir das aus Versehen geschickt. Ursprünglich Nachricht. Hey, sieh da nur an, womit ich mich rumschlagen muss. Unterhaltung zwischen Roquefort und Wrecker. Roquefort, sag mir einfach, dass wir die Liefermenge fürs vierte Quartal schaffen werden. Dann, Wrecker kümmert sich drum. Kannst du aufhören zu schreien?
Wie feststellt das des kaputt? Wrecker arbeitet hart und tippt hart. Mir egal, wie hart du arbeitest. Wenn diese Einheiten nicht ausgeliefert werden, schaffen wir die Prognose fürs vierte Quartal nicht. Dann sagt Sanso, dass er die Zahl seiner Entwürfe runterfahren soll. Das Design ist ein Problem. Es umzusetzen, deins. Misch dich da nicht ein. Wrecker hat die Armstrong-Reihe in 17 Stunden am Laufen. Während du Geld zahlst, haut Wrecker Nieten rein. Du haust keine Nieten rein. Hör mal, dein ganzes Hype-Gerede hält besser, was es verspricht. So. Na denn. Hier geht's dann wahrscheinlich genau hier weiter. Ach ja. Oh nee. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Rhythmusspiele sind sau schwer. Von wegen entspannen bei dem ganzen Timing. Ich arbeite gleich weiter, nur noch ein Spiel. Ja. So, wir haben es ja aufgemacht. Na dann einmal auf noch diese Runde. Schweren und leichten Angriffe zu noch mehr Kombos und Takttreffern verbinden. Also, versuch's doch mal. Combo Tutorial 2. Zeit, schwere und leichte Angriffe zu mischen. Das Timing ist kniffliger, aber probier's mal. Na da. Ja. Scheiß Techniken. Brauchst du eine Auffrischung, welche Kompos und Techniken es gibt? Du kannst im Pausenmenü jederzeit auf die Liste zugreifen. Allerdings werden Techniken dort erst angezeigt, nachdem sie freigeschaltet sind. Fast draußen. Naja, ob das so ohne weiteres klappt. Werden wir mal sehen. So. Ui. Jawoll, ja. Ui. Timing D, ja, naja. Gut. Also das mit dem Timing, das ist immer noch nicht ganz so meins. Hey, da, ein Ausgang. Aber gut. Total easy. Das ist eine Falle, du Dödel. Sie warten auf dich. Womit? Ich komme mit allem klar. Ja. Mit irgendwas krassem wahrscheinlich. Gedanken der 05K-Einheit. Persönliche Aufzeichnung von 05K Hashtag 516. Ich habe den Eindruck, dass die 05K-Reihe übersehen wird. Damals, als wir noch für die QS verantwortlich waren, achteten wir darauf, dass die Qualität stimmte. Aber auch darauf, ob Dinge repariert werden konnten. Eine Delle im Rumpf kann man auswuchten. Eine Lampe funktioniert nicht, lässt sich austauschen. Aber jetzt, mit den neuen Vorgaben, heißt es immer alles oder nichts. Selbst beim kleinsten Kratzer bleibt hinterher nur noch ein Krater zurück. Die QS sollte etwas inspizieren. Sie braucht keine Raketenwerfer. Ach, wie sich die Zeiten hier doch geändert haben.
Können wir das auch da kaputt machen, oder? Ich hab den Laden hier mal geleitet und jetzt lassen Sie mich Kisten stapeln. Aber ich muss sagen, es ist ein guter Stapel. Ein toller Job. Es war ein guter Stapel. Naja, gut. Meinen Stapel hast du zerstört, aber meine Erinnerungen bleiben. Ah, was für gute Arbeit. Ja, nun. So. Na dann, schauen wir doch mal, was da Schönes jetzt auf uns warten wird. Siehst du, ich sag's doch, voll easy. Entspann dich mal. Und hier ist sie, die Produktionsleitung Riker! Oh je. Oh nein. Heyo! Ha! Da bist du, kleiner Mann. Du störst Wreckers Crew, Wreckers Produktion und vor allem ja, Wreckers perfekten Defektbilanzrekord. Das kann ja lustig werden. Die will mich umbringen. Projekt Armstrong AGBs. Das Kleingedruckte. Ganz überlesen. Was? Bei Defekt Rückruf! Rückruf? Du meinst umbringen? Wrecker schreibt sowas nicht. Das machen die Hirnis im Marketing. Ganz egal. Danke, so dumm zu sein, hier reinzuspazieren. Wreckers Hände bleiben so ganz sauber. Ich hab's dir ja gesagt. Willkommen bei nun. Projekt Armstrong Defekt Check, Herzchen. Und unsere QA ist die beste im Business. Heyo! Na dann. Das eher nicht. Das ist nicht so gut. Inspektionsstufe 1 Million! Let's rock, mein Großer. Aber erstmal. Chai, seine Hände sind besonders anfällig für eine Inspektion. Du hast eine komische Art, Angriff zu brüllen, aber okay. Also müssen wir uns auf seine Hände konzentrieren. Na dann. Aber darauf war ich jetzt nicht so vorbereitet. Ja, übertreib halt noch mehr. Versuch doch auszuweichen.
Ja. Jawohl, so. Ich hasse Quicktime-Events. Ja, na klar. Ja, okay. Sehr schön. Oh, Steht da echt Schwachpunkt auf seiner Stirn? Das gehört so. Sechstig. Ja, okay. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Du hast ihn fast. Das sehe ich. So, Spezialangriff ist bereit. Da war ein Achievement oder irgendwas, glaube ich. Sehr schön, gut. Song endet mal. Jawohl. Ja, nun. Ha, gerade so Glück gehabt.
Selbstzerstörung, jawohl. Immerhin, wie gesagt, gutes Timing. Gut, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen verfolgen. Wow, hast du das gesehen? Ah ja, aber diesmal bist du still und folgst mir gefälligst. Wir müssen echt jetzt mal raus hier. Und diesmal kein Gejammer. Okay. Hast du etwa Angst? Was? Nö. Ich meine, es ist schon ziemlich dunkel. Hier gibt's doch keine Spinnen, oder? Oder Robospinnen? Oh, bitte bloß keine Robospinnen. Nee, aber eine Tür. Hier drin? Hier drin. Hallo? Meatspot? Ja nun, das ist ja nicht so gut verlaufen. Seilfalle? Was bist du? Eine Cartoon-Figur? Also da drin passiert die Magie, hä? Ich heiße Peppermint. Moment, ah, ja. Die Stimme? Du bist die Katze! 808 ist meine Spionin hier drin. Aber anscheinend mag sie irgendwas an dir. Okay, schon gut. Hoch jetzt, Faulpelz. Wir haben zu tun. Also, 808 hat gesagt, dass du gesagt hast, dass du mir hilfst, hier rauszukommen. Mach ich. Gleich nachdem du mir mit Spectra hilfst. Keine Ahnung, was das ist. Hab ich nicht erwartet. Das ist Whistleblower-Niveau. Also, schlimm? Ja. Und ich arbeite mit einem Team, um sie zu finden. Klein, aber... Klein heißt nur du und deine Katze? Ich bin für Größeres geschaffen. Ja klar, Mr. Rockstar. Kannst du überhaupt Gitarre spielen? Ich... Wahrscheinlich nicht. Schon klar. Große Klappe. Hör zu. Der Campus ist ein Labyrinth aus Gängen, Fahrstühlen und Sackgassen voller Security. Du brauchst meine Hilfe, um da rauszukommen. Ach, bis jetzt lief es ziemlich... Furchtbar, wenn ich nicht wäre? Hör zu. Wenn du mir hilfst, sorge ich dafür, dass du von Vandalay Island runterkommst. Na gut, klar. Mir doch egal. Perfekt. Willkommen im Unterschlupf. Lehne dich im Unterschlupf zwischen den Missionen ein bisschen zurück. Halte ein Schwätzchen, entspanne dich vor der nächsten Mission oder genieße einfach die Stimmung. Im Verlauf deines Abenteuers kommen weitere spannende Einzelheiten hinzu. Schau dich also gut um. Interaktionspunkte. Laufe ein bisschen im Unterschlupf herum, um zu plaudern. Oder mit ein paar Dingen zu interagieren. Danach setzt du dich auf die Couch, um die Geschichte voranzutreiben. Die Wall of Fame im hinteren Teil des Unterschlupfs zeigt dir Ziele und Belohnungen, nach denen du während deines Abenteuers streben kannst. Das ist euer Unterschlupf? Ihr seid echt eine kleine Gruppe. Tja, jetzt sind wir einer mehr. Du kannst auf dem Sofa pennen. Eine Luxus-Suite, wie ich sehe? Übrigens kann ich dir mit ein paar Upgrades helfen, wenn du Ersatzteile hast. Lass uns reden, bevor du losgehst. Nutze zum Anziehen deines Kostüms den Spiegel im Unterschlupf. In dem Menü, dort kannst du deine Kleidung wechseln. Gut, das schauen wir uns doch dann alles mal in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Hi-Fi Rush wieder dabei seid. Aber bis dahin, ciao!